Im Bruck am Urinselstadion wurde am vergangenen Wochenende der Coca-Cola Cup ausgetragen. Ein Nachwuchsfußballturnier der U12-Mannschaften. Bei diesem Turnier stehen Begeisterung, Bewegung, Spaß und das Miteinander im Mittelpunkt. 16 steirische Mannschaften waren mit dabei und man sah tolle Leistungen der Jungkicker. Ja, die Leistungen sind sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also es sind sehr ansprechende Leistungen, speziell die renommierten Vereine Sturm und GAK, aber auch die anderen Vereine aus den Gebieten haben sehr gute Leistungen gebracht, die Spiele, die ich jetzt gesehen habe. Zufrieden mit den Leistungen war man auch von Seiten des Sponsors Coca-Cola. Die Jugend zu fördern, heißt hier die Devise. Als offizieller Sponsor der UEFA, auch jetzt in Hinsicht für die Europameisterschaft 2012, sind wir natürlich bestrebt, auch den Nachwuchs zu fördern. Wir haben jetzt schon das dritte Mal in Bruck an der Mur den Coca-Cola Cup. Sehr erfolgreich, das ist immer sehr toll, wenn man die Ambitionen sieht und auch die vielen Zuschauer. Ich bin selber herum als Verkäufer tätig, kenne auch sehr, sehr viele Gäste hier und es ist immer wieder Freude, hier zu sein. Während sich Bruck und TSV Leoben um den 9. Platz duellierten, hieß das Finale Sturm Graz gegen St. Veit am Vogau. Das 7-Meter-Schießen ging an die St. Veiter und trotz des 0:0 in der regulären Spielzeit sah man einen anspruchsvollen Fußball. Leistungen waren sehr gut, speziell jetzt im Finale hat man gesehen, den Spielanteil, was ich selbst beurteilen kann, von 80 zu 20. Aber es zeigt sich, wie immer im Sport, ist ein bisschen Glück auch dabei. Im Elfmeterschießen war das wieder so, wie es immer ist. Trotzdem gab es glückliche Sieger und Lob für die Organisatoren und Veranstalter. Ich bin selber stolz als Verkäufer, dass das wieder in Bruck herum war. Auch für die Firma Coca-Cola und vor allem auch für die Zuschauer. Ein sehr gutes Turnier und da muss man Coca-Cola bedanken, aber auch dem Veranstalter Bruck muss man bedanken, der die Anlage zur Verfügung gestellt hat. Also wirklich für die Jungen ein sehr tolles Turnier. Ja.